da kommt irgendwas Leuchtendes von oben. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich schau doch mal drauf. Oh, sie greifen uns an. Au, Alter, au. Und ein herzliches Willkommen zurück in Magica 2. An meiner Seite begrüße ich Robli. Grüße dich. Hallöchen. Der inkognito als Rolion unterwegs ist, damit er hier nicht erkannt wird. Er ist nämlich berühmt-berüchtigt im Land der Zauberer, Elfen und Zwerge. Korrekt. Der McGrath hat sich diesmal seine feuerfeste Robe angezogen, damit er seinen feuerbrennenden Stab tragen kann. Wie auch immer der hieß, ich hab's vergessen. Also, hier hängt ein Marshmallow dran und ich habe dem Marshmallow ein Gesicht eingeritzt. Siehst du das? Ja, okay. Ist cool, ne? Geh mal her. Krieg ich was ab? Ja, weiß mal. Beiß in meinen Stab, genau. So, ich habe auch diesmal was gedacht. Ja. Oh yeah. Chainsaw Massacre. Yeah. Okay, alles klar. So. Okay. Mal sehen, ob du mit dem Ding auch wirklich umgehen kannst. Ne? Also, liebe Zuschauer, es ist eine neue Aufnahmesession und es ist möglich, dass gewisse Personen, mich eingeschlossen, am Anfang ein bisschen unfähig sind. Ich bin auch ein bisschen raus wieder, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Und wir lassen sogar diesmal Holzpferde am Leben. Da war wieder das Holzpferd, was du beim letzten Mal glücklicherweise nicht töten wolltest. Ach, das kennen wir doch jetzt sogar schon, ne? Ja, schon. Das ist ja doof. Ach, verdammt. Wir sind gestorben, oder? Bitte? Sind wir da gestorben, oder? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, Rüstung und so. Und Heilung. Wir sind empfindlich gegen Feuer. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber ich bin auch empfindlich gegen alles gerade. Ich bin tot. Ich wollte dich gerade heilen und... Warte, falsche Taste. Oh, die Killer sind wieder da. Nein! Surrender! Der liegt am Anfang. Komm. Jetzt. Ja, ich hab dich. Yeah! Jetzt stirb du, Würde. Zack. Würde Hexe. Feuer. Zack. Und ich bin tot. Aber ich hab's mitgenommen. Und ich hol dich gleich. Jetzt, zack, hier. Oh, Action pur. Willkommen mitten im Chaos. Oh, ich bin schon wieder hinüber und ich schaffe es sicherlich nicht. Oh, ich bin tot. Du auch. Alter, Murray, du uns den Arsch. Ja. Murray! Denk an deine Rüstung, bevor du jetzt den aus dem Maul haust. Zack. So. Lass mich. Mit was wirft ihr die durch die Gegend? Mit Wasserbomben? Oh, die war ja schnell vor. Denk an die Rüstung. Die Große war gegen Tod empfindlich, aber sowas von. Okay, ich hau mal aufs Maul. Au. Oh, die machen aber auch Damage, ey. Ah, das war witzig. Tod prallt von dem Typen ab. This? Ja. Okay. Oh, sorry. Pass auf. Aua! Das ist ja mies. Au, vielleicht weil er Licht hält, ist so, weißt du? Krieger des Lichts und so. Maxa. Hahaha, aber gegen Tod extrem empfindlich. Mit einem Schlag ist das eine Sauerei. Eieiei. Boah, ich hätte gedacht, wir schaffen es nicht, weil es echt so ein Chaos war am Anfang. Ich bin gerade zu langsam, weil ich eingefroren bin. Warte mal, kann ich mich irgendwie... Also, okay, viel besser. Also, zum Glück haben wir Murray an unserer Seite, der uns dann immer mal wieder aus dem Schlamassel rausholt. Ja. Ja, der gute alte Murray. Jetzt ist er gerade kurz nicht da. Weißt du, wenn man mal lobt, dann ist er nicht da, aber... Ja. Ach. Hier wäre ein Briefkasten. Oh, was kann ich denn hier machen? Eine Kiste angucken. Vorräte für Schloss Vanierhall. Kann man die kaputt machen? Nee, das geht wieder nicht, oder? Nee, ist wieder nur bedingt. Ist Vanierhall nicht das, wo wir herkommen? Ja, ne? Wo diese großen Typen mit den Schwänzen waren, ne? Was? Na, die großen Typen mit den Schwänzen. Achso, ja, okay. Nee, ich weiß genau, wie du meinst. Ha? Nicht die Typen mit den großen Schwänzen. Oh, ein Pilzgarten. Den ich verbrennen könnte, weiß ich auch nicht. Können wir mit dem Dorfbewohner sprechen? Aua. Pilze im Garten sind doch was Schönes. Ja, ich wette, der hat so viel Intelligenz, weil er so viele Pilze im Garten hat. Viel schöner als Pilze zwischen den Zähnen. Das stimmt wiederum. Das ist so schlecht. Kann ich die kaputt machen? Das geht tatsächlich nicht, obwohl ich die Kettensäge mitgebracht habe, um die alle runter zu sägen. Tja. Geht das tatsächlich leider nicht. Da wollen wir mal böse sein und dann geht das nicht. Weltarme Leute auf der Straße heute Abend. Ja, insbesondere wir. Wenn ich mir dich so anschaue... Willst du die Dorfbewohner töten? Nein. Wenn ich mir dich so anschaue, McGrath, dann wundert mich das nicht, was er gerade gesagt hat. Also,
Guck dich ja, mal an, so das mit stimmt, Steinen an, an der Seite und so. Und. Mit einem Hammer in der Hand und, genau, und ein paar Steine auf der Schulter. Also wenn ich so jemanden wirklich halt über die Straße laufen sehen würde, dann würde ich schon irgendwie ein komisches, mulmiges Gefühl bekommen, glaube ich. Oh, da kommt irgendwas so, Leuchtendes von oben. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich schau einfach mal drauf. Oh, sie greifen uns an. Au, Alter, au. Vielleicht ein was sind oder es? So? Nein. Was ist das? Ich bin nicht durch. Nein, Hilfe. Ich nehme Eis. Kann ich damit noch was machen? Oh ja, Eis. Alter, ist, die sind ja ich böse, bin so intelligent. Gegen Eis sind die sehr empfindlich. Eis. Deine Waffe. Nein, mich hat's erwischt. Ich habe mich zu sehr aufs Eis als aufs Heilen konzentriert. Ich würde dich gerne wiederbleiben, aber es geht gerade nicht. Schneller. Ja, du musst schön Abstand halten, dann passiert nichts. Abstand. Ja, ist ja gut. Ich bin ja auch geskillt genug, um den auszuweichen, weißt du? So, ich rufe uns mal einen Heilungsdienst. Das habe ich bisher mal die ganze Zeit vergessen. Wir hatten ja so einen Heilungsdienst gehabt. Weißt du, so ein Schrein, der uns heilt. Oh. So, aber das mit dem Eis funktioniert tatsächlich ganz gut, ja? Ja, das ist absolut wahr. Entschuldige, dass ich dich mit einfrostele, aber... Macht nichts. So, aber Vorsicht, da kommen noch andere Gegner. Ja. Und zwar etliche. Oh, ich bin tot. Tut mir leid, sehr leid. Und so. Bist wieder da. Echt? Oder? Ich glaube. Nee, ich bin nicht da. Jetzt bin ich wieder da. Nein, lass mich! Oh, die absorbieren Feuer, das ist ja krass. Dann machen wir erstmal die Viecher tot mit dem Eis, ja, du bist fast im Arsch, ne? Ja. Ich hab auch noch was dazu beigetragen. Lass mich! Ich heile dich die ganze Zeit, weil ich krasse Heilungsskill hab und so. Du hast sowieso krassen Skill, Alter. Nein, ich. Oh, jetzt wollte ich gerade auf Murray hauen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. So, warte mal, erstmal Eis. Jetzt gehen wir da weg, dann machen wir erstmal hier den einen tot. Aua! Du heil dich erstmal wieder. Oder ich heil dich. So, den ersten haben wir. Ja, genau. Oh, der ist immun gegen. Okay, der war, glaube ich. Der war, glaube ich, empfindlich gegen Tod, ja. Stirb! So, zack, boom! Und weg sind wir. Hat's gleichzeitig erwischt, irgendwie. Oh. Unentschieden. Ah, du hast mitgenommen, sehr gut. Ah, sehr schön, okay. Wenigstens das. Oh, was ist das hier? Wenigstens das. Wie viel, oder? Was ist denn das? Ah, das ist ein Baumstamm. Das sah ganz sehr komisch aus. Ein Birkenstamm. Können wir die Axt mitnehmen, ne? Oh, was ist das? Oh, oh. Ach, da kommen die raus. Warum bist du denn nur in die Nähe gegangen? Alter, ist das böse. Ich hab den übelsten. Jetzt geh gegen die. Alter. Ich hole uns mal wieder den Totemstamm, der uns heilt, und dann blitze ich mich da direkt rein. Wir müssen unbedingt das Ding erledigen, wo die Dinger rauskommen. Stimmt, da kommen sie unendlich nach. Hier bin ich doch gar nicht gekommen. Ja. Au. Echt böse. Okay, gegen Eis ist es immun. Du musst wahrscheinlich mit physischem Schaden draufhauen. Also, ich glaube, mit Tod kommst du da nicht sehr weit. Nee. Aber vielleicht mit Feuer oder so? Ich bin Hilfe! Sie kommen von überall! Nein! Okay, Feuer absorbiert es. Dann mache ich mir mal Eis auf die Waffe. Ich hau damit drauf. Alter, ist das böse. Ich hab's gleich weg. Beschäftige du weiterhin die Gegner. Ich muss mich erstmal heilen. Hab's? Ich beschäftige sie, ja. Au! So, komm mal hier. So. Kommt mal alle her zu mir. Schön Flächenschaden auf die Viecher und dann. Oh, Alter, da kommen von oben auch noch welche. Alter, ist das böse. Von oben kommen auch noch welche, du. Wir müssen auch da nach oben. Komm nach oben links. Ich glaube, das ist auch so ein Spawnpunkt. Echt? Ja. Ah, das ist ja mal eine richtig böse Stelle, ey. Alter, die sind aber auch die Hölle, ne? Ich hätte, wenn man sich so ein Schild machen würde, dann kommen die. Da bin ich ja nicht vorher drauf gekommen. So, kommt her. Da. Ja, sogar. Siehst du mal, wir nutzen einfach die Möglichkeiten dieses Spiels nicht aus. Komm mit runter, hier gibt's irgendwas, wo wir eben waren. So, guck mal hier. Ui. Boah, okay. Blumenstrauß. Sag nicht, das ist eine Waffe. Ne. Tatsächlich. Neue Waffe freigeschaltet. Blumenstrauß. Ein kann irgendwas Tolles? Blumensträußchen, das man gerne sofort verschenkt. Minimaler physischer Schaden, mittlerer Lebensschaden. Wie, was? Ja, ich bleib mal bei meinem Tranchiermesser. Bist du sicher, dass du, ich wollte gerade sagen, dass du in diese Dinger hier rein... Ah, so einfach wär's gewesen, okay. Ja, einfach kaputt haben. Die sind nur mit der Kettensäge anscheinend. Alter, nicht direkt reinlaufen, die haben ja einen richtigen Damage, Alter. Aber können wir die irgendwie auslösen? Warte mal, ich hab doch Steine. Es klappt nicht. Also ich kann sie auch mit dem Schwert oder mit dem Hammer, bringt es leider gar nichts. Musst nah ran. Oh, ein Tranchiermesser, was ist das denn?
Ach so, das ist von mir, was ich verloren habe, was ich gestorben habe. Wahrscheinlich. Ich bin übrigens tot. Ich will wieder meinen Stab. Wo ist mein Stab? Ach nee, ich habe. Ach nee, doch. Alles gut. Alles gut. Magst du mich vielleicht? Ja, gerne. So, wir können jetzt hier weitergehen, ohne zu sterben. Ich frage jetzt, ob es hier weitergeht oder ob das bloß so eine Seitenpassage wieder ist. Erste Frage, weil da oben waren auch Dorfbewohner und so, ne? Ja. Ah, hier ist ein Schild. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder doch? Oh, hier geht's bestimmt weiter. Heute, vor 10 Jahren, wurde diese Hütte zum Schauplatz eines brutalen Mordes, als bis zu 4 Zauberer angegriffen. Daher, aus programmatischen Gründen, musste diese Tür leider versiegelt bleiben. Ich denke, das ist ein Anspiel auf Magica 1. Also irgendwie... Ich bin gerade chronisch überfordert. Es ist gerade sehr, sehr schwer und sehr viel los. Ja, hier ist echt gerade richtig viel los. Komm mal her, Zwerg. Komm mal her. Oh Mann, den wollte ich gerade aufs Maul hauen. Oh, ich bin tot. Oh, sorry. Ich bin tot. Pass auf. Nein. Kitzing. Oh, Alter, das ist echt gerade voll das Chaos, ne? Ja, schon ein bisschen. Wir müssen echt gerade irgendwie noch ein bisschen reinkommen. Es tut uns sehr leid. Oh, ich bin... Ah, nee. Tod ist der Resistenz. Ja? Der stirbt trotzdem. Das stimmt. Er stirbt sogar relativ gut, also aber auch nur relativ. So, warte mal, ich versuch's mal wieder mit Feuer. So, Mäuschen. Ich hab gehört, du bist empfindlich gegen Feuer. Nee, bist du nicht? Au, ich bin tot. Jetzt magst du mich vielleicht. Ich hol dich gerne. Klar. Okay. Au! Jetzt mein Stahl. Au, sie reflektiert den Strahl. Alter! Aber ich versuch's mal mit Blitz. Ich hab irgendwie gerade. Ja, Blitz ist gut. Blitz ist sehr gut. Sie steht auf Blitz. Wie sie auf Blitz steht. So, ich glaube, da unten geht es tatsächlich weiter. Das heißt, wir sollten mal gucken, ob wir vielleicht. Ja, eben, was ist denn hier unten eigentlich? Hier geht's weiter oder oben geht's weiter, oder was? Ja, vielleicht geht's da oben nicht weiter. Das sollten wir vielleicht einmal nochmal schauen. So, habe ich mich jetzt gerade. Achso, falsche Tasten. Ach, wir kommen nicht mehr nach oben. Oh, das ist ja doof. Das ist echt doof. Ich habe mich irgendwie gerade selber getötet. Ich weiß nicht warum. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Ich Schild und Heilung auf mich mache. Mache ich mir Schaden, wenn ich mich heile? Anscheinend. Hä? Aber das Ding kann mich noch heilen. Das ist ja verrückt. Verstehe, was hast du getan? Ich habe mir Schild und Heilung auf mich gezaubert und dann verletze ich mich selber, wenn ich mich heile. Die Logik erschließt sich mir nicht so ganz. Sehr seltsam. Was geht jetzt hier rechts weiter oder links? Weil hier rechts sieht es so aus, als wenn es da auch weitergeht. Okay, oder auch nicht. Gut, also wir können aber auch nicht mehr nach oben, oder täusche ich mich? Ich glaube leider nicht, es tut mir leid, dass wir... Ich dachte echt, hier unten wäre so ein Nebendings. Das tut mir leid, also wahrscheinlich haben wir es da oben versäumt, jetzt mehrere Dorfbewohner verprügeln zu dürfen. Ja, super, jetzt haben wir eine der spannendsten Stellen des Spiels verpasst. Liebe Zuschauer, es tut uns wirklich leid. Wegen Robli. Es tut mir leid. Das ist, wenn man sich die falschen Koop-Partner aussucht. Danke. Jetzt habe ich den auch mit den Köpfen über dem Körper. Ja, jetzt habe ich hier wieder diesen... Wie heißt der? Vlad? Blatt? Ja, Blatt, den meinst du, den du übersprichst? Den Vampir? Genau. Ah ja. Party Time! Ich wette, die ist gleich vorbei, die Party, wenn wir erstmal ankommen. Aber sowas von, die crashen wir aber sowas von, die Party. Ah, Zauberer! Schnell! Holt Waffen! War eine Frau, ne? Sehr tiefe Warum Stimme. Lassen wir die jetzt dahin laufen, die Waffen holen? Warum töten wir sie nicht einfach auf dem Weg zu den Waffen? Was macht er? Wo ist der Waffenschmied? Hier ist der Waffenschmied. Ich vermute mal, dass irgendwas wie Feuer ganz gut auf ihn ist oder Tod. Du kannst es ja mal abwechslungshalber mit Tod probieren. Au, die greifen mich alle an. Ich bin ins Wasser und bin tot. Aber ich weiß nicht, ob es auf Wasser lag oder in irgendwas anderem. Katze, ich bin tot. Nein, ich bin tot. Alter, die mir Sensen. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Das ist total gemein. Das sind voll die gemeinen Dorfbewohner. Oh, Kettenschwert? Geil. Alter. Kannst mich wiederbeleben? Da habe ich jetzt aber die mal richtig weggerotzt, hä? So, Sense gegen Kettensäge. Wer gewinnt? Haust du die echt gut, die nichts machen? Die wehren sich ja nicht, aber... Nee, das kann ich nicht unterstützen. Warum sollen sie leben? Du bist schon ziemlich grausam. Also. Nein. Schau mal, der kann auf dem Wasser liegen. Okay. Ich hab mich jetzt mal deinen
Taten angeschossen. Kann man hier rein? Oh, hier tatsächlich. Kettenschwert. Kettenschwert, zeig mal her. Wie kann er nur so straff bleiben, selbst wenn man damit auf jemanden eindrischt? Seltsam, aber sehr effektiv. Hoher physischer Schaden. Kannst du bitte nochmal den ersten Satz vorlesen? was stand da? Nee. Ich hab's nicht ganz mitbekommen, Moment. Achso, ich hab erstmal einen Hammer aufgehoben, oder ich musste ihn halt. Ich war mir nicht sicher, ob ich mir da eingebildet habe, dass ich irgendwelche anschlüssigen Inhalte gelesen habe, oder ob. Ich nehm's nochmal, ja? Wie kann er nur so straff bleiben? Selbst wenn man, auf jemanden damit einrichtet. Es ist echt komisch, ja? Also, ja, schon. Aber ich glaube, es liegt nicht nur an mir, dass ich da irgendwie. Aber es sieht cool aus, ich nehme ihn mal mit. Ja. Obwohl, er hat hoher physischer Schaden und mein Hammer hat ja auch hohen physischen Schaden, aber noch Niederschlag, ne? Nee, genau. Eigentlich ist der besser, auch wenn er nicht ganz so cool aussieht, finde ich. Bin wieder im Geschäft. Ja, vielleicht auch nicht mehr, lieber Schmied. Es tut uns leid, aber es gibt möglicherweise einige Umstände, die verhindern, dass wir in Zukunft. Oh, da liegt irgendwas, was so leuchtet und da kommen Gegner. Die machen alle Eis, ich tippe mal auf Feuer. Ich kann mich mal wie immer auf meine Todesklinge verlassen. Ja, ich verbrenne sie gerade so ein bisschen. So, ich probiere es mal mit Blitz. Ja, Blitz ist gut. So. Ich walte meines Amtes. Ja, danke sehr. Oh, dieses Großschwert, das wäre echt nett. Oh, das wäre so geil, oder? Das alles nur mit einer Hand zu führen. Hier siehst du, das ist einer von denen mit den Schwänzen. Diese finstere Steinskulptur wurde aus einer Tiefe von 100.000 Fuß geborgen und hat eine lange, interessante Geschichte. Leider fällt jeder, der sie erfährt, unwiderruflich dem Wahnsinn anheim. Oh, ich würde sie gerne erfahren. Ja, gut. Schade eigentlich. Geht leider nicht. Eine Sense wäre auch cool. Leider geht das nicht. Schade, so eine Sense wäre auch geil als Waffe. Kann man da irgendwas aktivieren? Da kann man doch wieder was aktivieren hier. Bestimmt, oder? Na klar, blitzen, was ist das? Blitzen. Und was ist das orangene Feuer? Feuer. Dann mache ich Feuer. Komisch, jetzt hier die übelsten Gegner. Denk dran, wenn es Untote sind, probierst du Heilung. Was auch immer es ist, ich probier's mal mit ein Feuer. Ein Viech aus der Untiefe. Ich würde jetzt mal sagen, wenn es aus der Untiefe kommt, dann ist es bestimmt Feuer gegen Feuer. Feuer ist gut, ist auch so, wenn du ganz wieder mit Tod ankämpfst, aber. Nee. Was, du überrascht mich. Feuer war jetzt auch meine erste Wahl. Heilung und ich blick nicht mehr durch. Burn, baby, burn. Yeah. Achso, ich bin auch tot. Danke. Ich glaube, das war eng, Alter. Ich bin nicht wieder auf Murray zugreifen. Ich hole mal unseren Heiler. Ich bin hier mitten in der. Und jetzt gibt es wieder ordentlich Feuer hier. Wir können auch noch. Oh, ich bin eingefroren oder sowas. Oh. Der hat mich aus dem Bildschirm rausgekickt. Krieg dich wiederbelebt? Du bist gar nicht tot, ne? Nee, war ganz komisch. War irgendwie so eingefroren, oder was? Außerweltlicher Stab. Oh. Hat das wo war dieser außerweltliche Stab? Ach, da liegt der. Außerweltlicher Stab mit unbequem scharfen Griff und groben glühenden Klumpen am Ende, zweifellos von Kräften jenseits der menschlichen Vorstellung geschmiedet. Geringer physischer Schaden, mittlerer Todesschaden. Naja, fragt man sich manchmal, warum man in so einem späten Stadium des Spiels überhaupt so ein komisches Zeug findet. Ja, schon, aber du hast ja sonst in der Standardwaffe nur mittleren Schaden. Und mit dem hast du mittleren Todesschaden und geringen physischen Schaden. Weißt du? Also der ist schon besser als die Standardwaffe. Und du machst automatisch Todesschaden mit der Waffe. Verstehst du? Okay, verstehe ich. Okay, alles klar. Ich will sie trotzdem nicht. Klingt's nach was für dich? Okay, dann. Die passt einfach farblich nicht zu meinem Anzug. Ja, das stimmt, da passt nicht zu deinem Outfit. Da müsstest du schon was sprühen. Guck mal, die sind da ziemlich nass. Wollen wir vielleicht mal. Oh, das wäre lustig. Ja, nicht wenn es regnet. Nicht wenn es regnet. Ich könnte dich aber gleichzeitig trocknen. Ah ja, gute Idee. Au! Ja, sehr gute Idee. Schade. Sehr gute Idee. Aber das kannst du mal mit dir auch nochmal ausprobieren. Nee. Okay. Danke. Wir können die ja trocknen, wie wär's? Au. Ich wollte gerade versuchen, ob es vielleicht klappt, Blitz aufs Schwert zu legen, aber Blitz ist allgemein eine schlechte Idee, wenn man das ist. Was sie gerade gesagt haben? Nee. Weißt du, was mir nicht gefällt? Wie herablassend uns diese Typen in Rom behandeln. Ja, es sind ja schließlich Zauberer. Ach, Zauberer, wie nett. Und wie kommen die an das, was sie brauchen, indem sie Arbeitskräfte ausbeuten und ein überholtes System auf Basis von Gewalt pflegen, das die sozioökonomischen Werfung der Gesellschaft perpetuiert und nun holt Schlamm und sonst greife ich zur Peitsche. Ja, Boss. Mit anderen Worten, ich glaube, die greifen uns jetzt gleich an und die haben uns beleidigt. Okay, dann nehmen wir jetzt mal Feuer. Ja. Jetzt seid ihr in Gewalt, die dem System inhärent ist. So viel Intelligenz hätte ich im Spiel nicht erwartet. Diese Flash. So viele Flash. Beeindruckt, wer das auch tatsächlich getextet hat, ne? Ja. Also.
Wahrscheinlich irgendwelche Fachbegriffe im Duden. Was ist das da eigentlich? So. Ein großer Scheißhaufen? Ich weiß es nicht. Schlamm, glaube ich. Achso, Schlamm. Auch deren Erzen, die da brennen? Ah, das ist ein Schlamm. Sind? Ui. Ja. So, ihr Pisser. Ihr könnt sie zwar nicht mehr benutzen, aber eure Ernte ist im Arsch. Man kann tatsächlich ab und zu mal mit der Umgebung interagieren. Ich bin ja begeistert. Ich hätte das jetzt hier wieder genau nicht. Nee, natürlich nicht. Genau. Aber wir hätten mal die andere Ernte auch niederbrennen müssen. Wir sind ja böse Zauberer, habe ich gerade erfahren. Mhm. Müssen ja den Rollen Brennernte, brennen. Brennbierfass, brennen! Jetzt geht's los. Oh, ich glaube, die haben was dagegen. Können wir so eine Blitzfalle oder sowas legen? Man kann ich eigentlich auch? Da kann ich eigentlich auch. Nein. Ich nehme mal ein bisschen Zeit. Die Jungs mit dem großen Schwert, die sind ja echt böse, ey. So. Ich hole dich mal wieder und der danke. Das war ich glaube, das Schild in Kombination mit Heilung schützt mich davor, geheilt zu werden. Das ist, glaube ich, der Sinn. Ah, okay. Kann ich mir vorstellen. Alter, sind die böse wie uns, ey. Ja, zumindest so unfreundlich, das stimmt schon. Spüre meine Kettensäge! So, und ich vermute mal, oh, Vorsicht, da kommt noch einer. Oh, oh, mich hat's gerade irgendwie, ja. Ich hätte mich auch mal heilen können. Ich bin so heil. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass ich dich hätte heilen können. Du hast ja wieder. So, wenn wir das Gebiet hier gesäubert hatten, sollten wir vielleicht auch mal einen intelligenten Cut machen. Gönn in dir! Stimmt. Was ist das? Alter! Was passiert hier gerade? Bei mir passiert gerade gar nichts. So, jetzt. Ah, okay, bei mir ist etwas aufgetaucht. Gut. Hier ist unser Monster noch, du. Vorsicht. Au! Der ist dann bestimmt empfindlich gegen Wasser, oder? Feuer. Ich weiß es nicht. Oh ja, stimmt, gute Idee. Warum ist der nicht so von generell schon das? Aua, aua. Immun gegen Feuer, kann das sein? Davon ist da noch mehr Gegner aufgetaucht, gerade so viel zum. Ey, ich wollte dich gerade heilen und du kickst mich weg. Entschuldigung. So dankst du mir also. Oh, Vorsicht, da sind wieder diese komischen Dinger, Alter. Boah. Oh nee, ey, voll der Stress. Feuer war gegen die effektiv, ne? Ah nee, Eis war gegen die effektiv. Feuer absorbieren sie. Ah. Mann, die geben echt auf den Sack. Kann ich mir auch ein Eisschild machen? So, was passiert denn jetzt, wenn sie mich jetzt angreifen? Leider nicht, dass ich mir erhofft habe. Schade. So. Tod auf die Klinge und weil ich mich teleportieren kann, hau ich dir aufs Maul. Zack. Resistent gegen Tod. Wieso? Wieso das? Ich weiß es nicht. Das ist gerade echt sehr chaotisch. Nein, ich bin tot. Ich dachte, ich schaff den einen noch. Magst du mich doch ganz kurz wiederbeleben? Na klar. Eliminieren und die Folge beenden. Oh, es geht nicht, es geht nicht. Doch, das hat alles gut. Es hat gegangen. Okay, alles klar. Er ist eingefroren, sehr schön. Alter, Dauerwurf. Du, nächstes Mal, wenn es regnet, machen wir genau das einfach auf jeden. Ah. Weil dann stören wir uns nicht mehr, weißt du? Ah, ja. Also ganz entspannt Rüstung machen, ganz entspannt dir irgendwie Blitze. Ach nee, Blitze war eine dumme Idee. Ganz entspannt. Ach ja. Guck mal. Ja, Robli hat halt seine eigene Logik. Da, bitteschön. Genau, jetzt prügeln einfach tot. Jetzt nicht anders verdient. Sehr gut. So. Okay. Jetzt machen wir einen Cut. Boah, liebe Zuschauer, was ein Stress gerade. Das Spiel wird zunehmend schwerer auf jeden Fall. Ah. Und, boah, ja. Gott, ey. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Jetzt hoffentlich nicht ganz so stressig ist. Genau, wenn ihr zwei nassen Zauberern beim Zaubern zugucken wollt, dann schaltet in Folge 21 wieder ein. Seien Sie dabei! Das klingt gerade wieder einer doppelt Porno. Ja. So. Also, wenn ihr wieder das nächste Mal ein paar feuchte Zauberer mit beim Zaubern zusehen wollt, könnt ihr es lange Zauberstäben. Ja, also, schnell abschalten. Das sind wahrscheinlich sehr, sehr feucht. So. Feucht, feurig, alles. Alle Elemente sind vereint. Okay, nee, jetzt wird es dann aber auch wirklich, ne? Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zugucken. Ah, bist du nix mehr? Hoffentlich ja, wenn wir sie nicht alle vergraut haben. Ciao. Tschüss.